Zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine Karte. Da ja die Jutta in ihrem neuen Release relativ viele Aufleger wieder genommen hat, oder besser gesagt entworfen hat, und es auch vorher noch so ein, zwei Aufleger im Angebot der Woche neu gab und ich die jetzt alle habe und ich möchte die euch auf jeden Fall alle zeigen, deswegen gibt es relativ viele Karten jetzt auch von mir. Wir basteln heute auf jeden Fall mal in etwas untypischeren. Also es ist, für mich sind es untypisch, untypisch. 1, 2, 3, gutes Deutsch. Nee. Also untypischere Farben. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall nehme ich diese. Also ne, das Price Ribbon, das, und das sollte ich nämlich öfters, aber ich nehme dann dazu mal das Tethered Rose und das Abandoned Coral. Das nehme ich kaum. Ich glaube, seit ich das habe, habe ich das jetzt so heute zum ersten Mal benutzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall korrespondiert das gut mit dem hier. Also, wer so Spektrum Noir hat wie ich, das Korall und das, die passen relativ gut zusammen und deswegen habe ich die genommen. Da ich meine Wichtel, es gibt heute eine Wichtelkarte auf Deutsch, da meine Wichtel ich so koloriert habe mit dem Blau und mit dem Korallfarben, ne? Und deswegen machen wir das heute. Wir benutzen alt und neu. Also wir benutzen, ich glaube, ja, mehr älteres. Aber das liegt daran, dass ich hier so Stanzen und so nehme. Also als allererstes benutzen wir, das ist neu, Notizzettel DIN lang, Mini Slimline. Also da gibt es eine Mini Slimline, die habe ich mir auch schon, ich glaube, ausgestanzt. Die liegt jetzt schon irgendwo. Die benutze ich demnächst auch noch. Ich nehme jetzt aber die große und diesen kleinen Banner hier. Den gezackten nehmen wir. Da war ich mir auch sehr, sehr unsicher, ob die Banner so zusammenpassen. Egal, ihr seht das dann schon. Dann nehme ich hier die zwei Wichtel. Dann nehme ich auch wirklich das komplette Set. Und ich nehme auch die Blumen. Also das Einzige, was ich nehme, ist der Spruch. Den könnte ich aber noch innen hinstempeln. Kann ich mir vorstellen. Ich hätte den auch auf die Karte stempeln können. Siehst du, da habe ich vor uns was gesucht, was die Karte noch ausfüllen könnte. Ja, hätte ich auch machen können, aber ich habe jetzt den Spruch nicht genommen, aber ich habe die Blumen genommen und die Wichtel auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch den Strahlenstencil, da habe ich mir immer die aktuellen Nummern draufgeschrieben, weil ich habe die A5-Stencil und im Shop gibt es ja den Lang-Stencil und habe ich mir die Mühe gemacht und habe da hier die aktuellen Zahlen immer dazu geschrieben, weil bei mir halt die älteren noch draufstehen. Und so kann ich das gleich richtig abschreiben. Wisst ihr? Die Arbeit musste ich mir nur einmal machen. Ja, hier nochmal kurz zum Strahlenstencil. Ich habe ja wie gesagt den A5 und ja, die Größe gibt es aber nicht mehr. Und ich habe mir jetzt keine neuen geholt, weil für mich sind die gut. Dann habe ich Spruchzusammensetzungen gemacht und zwar aus dem ABC Dünn. Das sind Stanzen. Und hier, dann nehmen wir das Wort Wichtel mit dem ABC Mini Label 1. Die Outlines-Dingers, also das sind die Vollflächenbuchstaben. Die Outline-Dinger habe ich nicht. Also da gibt es noch Mini Label 2. Also das wäre damit auch möglich. Ja, ne? Das sind sie. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Ja, ihr Lieben, da starten wir mal wieder ins Vergnügen. tatsächlich habe ich, als ich die Karte angefangen habe, oder angefangen habe mit dem Aufleger zu arbeiten, habe ich echt erst gedacht, naja, vielleicht wird es ja gar nichts. Also das hatte ich im Hinterkopf, weil ich habe diese zwei Farben noch nie zusammen kombiniert. Ich glaube, das hatte ich auch im Intro schon gesagt. Das war jetzt wirklich so hopp oder top, ne? Na, auf jeden Fall habe ich da den Aufleger. Der sieht übrigens wahnsinnig cool aus. Und da ist ja sogar, der gerissene Rand ist ja sogar noch genäht. Ne? Also ist noch eine leichte Nähprägung drin. Also das ist echt wunderschön, der Aufleger. Ja, auf jeden Fall hatte ich den dann befestigt auf meiner Glasmatte und habe da meinen schönen Sonnenstencil noch ein bisschen fixiert. Und da inke ich den jetzt ein. Und habe halt gedacht, ich fange jetzt hier von innen mit Blau, mit dem dunkleren Blau an, gehe dann übers hellere und dann gehe ich quasi über das Tethered Rose, also das hellere Rosa, zu dem dunkleren Korall nach außen. So habe ich es mir vorgestellt, dass es eventuell, naja, gut zusammenpassen könnte. So, sag ich es mal so, ne? Dass die hellen zusammen sind und dann halt von außen nochmal was Dunkleres dazukommt. Ja. Wie gesagt, am Anfang sah das für mich ein bisschen seltsam aus. Also mit dem Stencil jetzt hier drauf hat mir das ehrlich gesagt so mit den Farben gar nicht gefallen. Aber das ändert sich dann noch. Also wir basteln auf jeden Fall die Karte fertig. Also das,
Das sah jetzt ja am Anfang auf jeden Fall noch nicht so aus, als wenn ich sie fertig mache. Sag ich ganz ehrlich, weil ich nicht überzeugt war. Naja, und da hatte ich jetzt halt den Stencil abgezogen und habe dann halt noch innen ganz, ganz sanft bloß mit Restfarbe im Pinsel habe ich dann noch ein bisschen drüber. Das ist nicht so, ich mag das halt nicht, wenn da so ganz rein weiß durchschimmert. Mag ich halt nicht. Und jetzt machen wir meine Lieblingsbeschäftigung, das ist Sprenkel. Da habe ich das auf das Tattered Rose habe ich verzichtet, weil die Sprenkel hätte man sowieso kaum gesehen. Deswegen habe ich jetzt nur die etwas dunkleren Farben verwendet. Und naja, dann muss das natürlich alles schön trocknen. Ja, da hatte ich fast vergessen weiterzufüllen, beziehungsweise hatte ich es vergessen. Ich habe quasi auf dem Rest Aquarellpapier, habe ich die zwei Farben hier, das Tattered Rose und das Korall, habe ich da aufgetragen, so ein bisschen im Ombre-Style, also oben dunkel, unten hell. Und habe das halt ausgestanzt mit meinem Post, also mit meinem Wort Post. Und habe dasselbe dann auch nochmal in schwarz gemacht. Das habt ihr auch super gesehen, ne? Schwarze Matte und schwarze Buchstaben. Ja, läuft, Lisa. Ist ja auch wurscht. Und dann habe ich halt noch so ein bisschen hin und her überlegt. Also, ihr werdet das wahrscheinlich ein bisschen merken, dass ich dazwischendurch auch wirklich überhaupt nicht wusste, was ich da tue. Weil die Idee in meinem Kopf nicht fertig gereift war und ich normalerweise auch ein bisschen länger noch gebraucht hätte, um die wirklich fertig zu machen. Aber na gut, na, jetzt seht ihr auch schon mal meinen Nüschel, ne? Ja, schwierig, aber ich musste irgendwie auf das Papier gucken, sonst hätte ich die Buchstaben nicht gesehen. Also ich hätte nicht ahnen können, wo ich hinstempel. Ich habe zwar hinterher trotzdem nicht mehr gesehen, aber ich konnte auf jeden Fall, musste auf jeden Fall mein Gesicht nicht so sehr über den Tisch beugen. Wie zu Anfang. Ja, und da stempel ich jetzt hier noch das Wort Wichtel. Ja, und da sieht er wie so üblich wieder meine Liegeprobe. Also da habe ich geguckt, wie ich es auflegen möchte. Und dann habe ich mich noch dafür entschieden, dass ich aus dem Set mit dem, also da, wo der Aufleger halt auch raus ist, da gibt es ja drei verschiedene Wimpelarten oder Banner oder wie man es nennen möchte. Und da habe ich mir den ausgesucht und habe ich den zweimal ausgestanzt aus Aquarellpapier wieder und habe den halt in Korall und in Blau eingefärbt. Und ja. Dann geht das fröhliche Rumgelege los, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich damit machen soll. Nee, also mir hat diese Überlappung nicht gefallen, also wie sich's überlappt hat und deswegen habe ich das dann ein bisschen probiert und so. Ja, dann hatte ich die Idee und wollte da das Herz reinstempeln in den Wimpel. Dann habe ich gesehen, nö, das verliert sich da drin, lass mal. Und habe mich dann doch für so eine Blume entschieden. Aber ich ändere zu dieser Blume dann später nochmal meine Meinung. Aber das ist dann die Zauberei. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass die Blume, die ich da jetzt reinstempel, nicht so bleibt, wie sie jetzt ist.
Sag ich es mal so. Also ich weiß nicht, da habe ich total. Dann habe ich wieder noch was anderes gemacht, weil die Karte, das sah mir noch irgendwie so, ich weiß nicht, ich wollte da noch ein paar Details im Hintergrund haben. Also habe ich mir drei von den Blumen aus dem Set von den Wichteln geschnappt und habe die wild mit den Oxiden ja, in den Hintergrund gestempelt. Kann man auch machen. Ich hatte erst überlegt, ob am Anfang, ob ich die klar embosse und dass man die dann durchsieht, wenn man es geinkt hat, das ganze Papier. Aber da habe ich dann gedacht, nö, mache ich nicht. Und jetzt hatte ich halt die Idee, dass ich es noch in den Hintergrund stempel. Und ja, sieht man natürlich besser, wenn man direkt davor sitzt. Aber es ist wirklich jetzt nicht aufdringlich gestempelt, sage ich es mal so. Also es ist für mich jetzt nicht aufdringlich. Also sollte ja auch nicht so sein. Ja, dann kleben wir mal das Wort Post an. Da tue ich wieder ein bisschen ausrichten. Wie das halt so hin muss. Ich gebe zu, dass das Wort Post noch ein ganz kleines Müh hätte höher sein können. Also ganz so weit unten hätte ich das müssen gar nicht hinkleben. Ich hätte es auch noch ein bisschen mittiger kleben können. Ja, jein. Wenn ich gewusst hätte, dass ich die Wimpel so weit nach rechts dann oben hinklebe, hätte ich vermutlich alles noch ein ganzes Stück nach rechts gezogen. Aber ja, jetzt war das Kind ja in den Brunnen gefallen, sag ich es mal so. Aber am Ende muss ich sagen, doch, wie es rausgekommen ist, geht's. Also ich persönlich, mir gefällt auch die Farben von den Wichteln. Wie gesagt, das kommt ja alles im Hintergrund auch wieder. Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. Ich habe ja die Wichtel zuerst koloriert und jetzt musste ich ja quasi mir eine Idee für den Hintergrund einfallen lassen, ne? Ist ja ganz klar. Und ihr kennt das ja schon, meine Oxid, ja, Sucht, meine Distress-Oxid-Sucht, die ist da wieder durchgekommen. Ich mache das halt auch so gerne. Es ist schnell gemacht, die Variablen, die sind halt, da sind halt ganz, ganz viele da und ja. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt letztens auf jeden Fall durch den Shop gegangen und habe geguckt, weil alle Stencils gibt es ja manchmal gar nicht mehr und ich möchte euch ja nicht Stencils zeigen, die es dann nicht mehr gibt. Also, habe ich mir alle extra geheftet und habe mir die ein bisschen aufgeschrieben, welche ich habe natürlich und ja, damit man ein bisschen gucken können, ne? Und genau, ja, ich habe hier munter drauf losgeklebt. Ihr seht das hier schon. Ja, jetzt muss ich halt nur noch den Wimpel. Ich meine mal, vielleicht war das auch nicht die beste Idee, dass ich den direkt über den Wichtel geklebt hatte. Und ja, hier wegen dem Layer. Ich mache jetzt hier was dahinter, damit es dieselbe Höhe hat. Weil ja, dadurch, dass ich da noch schwarz dahinter geklebt habe, hinter das Aquarell, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, dass das jetzt auf immer schwarz gerahmt war, die zwei Wimpel und das Wichtel, das habe ich auch noch schwarz gerahmt, weil das sah so komisch aus. So, dann habe ich jetzt auch das Wichtel, klebe ich jetzt auch auf eine andere Stelle, ne, wie ich das vorher aufgelegt hatte, weil ich habe komplett alles umgeworfen, also es war sehr verrückte Karte basteln heute. Aber ja nun, ne? Jetzt schneide ich hier hinten die Überreste noch weg. Und dann, glaube ich, kommt jetzt dann gleich die Zauberei. Beziehungsweise so ganz so Zauberei ist es ja nicht, weil ihr seid ja noch dabei beim Aufkleben. Ja. Wir haben das jetzt dann auch gleich. Also ich mache jetzt hier noch ein Kartenrohling. Ich habe da hier ein bisschen blauen Farbkarton. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist sogar von Stampin' Up. Ja, weil ich habe da jetzt ganz, ganz viel Farbkarton von Stamped Up gefunden und ich muss unbedingt mal welchen verbrauchen. Weil es ist ja nicht nur Sammeln von Farbkarton, ne? Man benutzt das immer so. Überhaupt nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall hatte ich da jetzt ein Kartenrolling zurechtgeschnitten und gefalzt. Und da kleben wir jetzt mal ganz kurz noch den Aufleger drauf. Ich hatte den Aufleger jetzt schwarz gemattet. Das hätte ich mir, wenn ich das mit dem Kartenrolling eher gewusst hätte, dass ich den in dunkelblau nehme, hätte ich natürlich das auch als Hintergrund nehmen können. Also das wäre jetzt variabel gewesen. Hatte ich aber nicht dran gedacht. Also wirklich nicht. Also ne, so ein Farbkarton habe ich komplett alles Mögliche an Farben da und denke nicht dran. Ja, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall festgeklebt. Und ja, wie gesagt, so viel machen wir jetzt nicht mehr. Die Blume habe ich jetzt quasi koloriert. Die kleben wir jetzt noch so auf. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr schaut auch gerne mal bei meinen talentierten Kolleginnen und bei der lieben Jutta vorbei. Ihren Kanal und alle Produkte, die ich verwendet habe, tue ich euch in die Infobox. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.